Hallo und herzlich willkommen zurück bei Original Stable 6. Was tust du hier? Ich höre es mit einmal hier quieken. Muss ja vom Portal hier lang gelatscht sein. Danke. So, hi. Ich habe ausgebaut, also verschoben, wie ihr seht. Es ist jetzt ein breiter und ich habe alles immer einen nach hinten geschoben. Ich habe vergessen, die Wand zu machen. Okay, das können wir noch schnell. Ja, hi. Schon mal Plan für heute? Mana. relativ simpel. Wir werden dafür sorgen, dass das alles, was wir jetzt vorbereitet haben, mal ein bisschen Nutzen bekommt und auch ein bisschen benutzt wird. Zack. Zack. So. Und zwar brauchen wir. Was ist mit meiner Stimme los? Will irgendwie nicht ganz. So, wie gesagt, ich habe das alles schon mal verschoben. Das heißt, das sollte erstmal funktionieren. Es ist alles wieder angeschlossen und so weiter. Wir haben einen Spark, ich habe Augmente gemacht. Und wir werden uns jetzt einen Lager bauen. Also einen Mana-Pool-Lager. Ja, ich weiß noch nicht genau wohin. Ich überlege gerade, ob ich es hier hinbaue. Und das so praktisch dann Mana-Abfahrt nach hier vorne bauen. Weil wir haben ja den Platz nach da. Das könnten wir machen. Dann machen wir das mal so. Kann ich eben nach hier hinten nochmal Mana-Ankommenssache machen? Wobei, es wäre eigentlich besser, wenn die Mana-Pools hier oben sind. Wo sind wir denn? Moment. Wo ist das? Hier. Okay. Können auch hier das Mana-Pool-Lager machen, aber das sieht halt doof aus, so ein Mana-Pool-Lager. Weil wir würden Folgendes machen. Wir bauen einfach praktisch wie so eine Art Feld aus Mana-Pools. Wahrscheinlich einen 3x3. Das wird unser Lager. Die Mana-Pools dort drinne haben ganz normale Sparks. Die haben kein Augment dran und sonst was, damit Dominant Sparks rausziehen können. Der Spark hier auf diesen Mana-Pools wird Recessive. Das heißt, der gibt sein ganzes Mana an alle Mana-Pools ab, die nicht isolated sind. Das Ding ist also unser. Das wären also unser. Praktisch einfach. Daraus ziehen wir einfach nur alles an Mana raus, was geht. Und das füllen wir in Mana-Pools rein. Wo halt, wie gesagt, das Problem ist, ich weiß noch nicht genau. Ja. Mal gucken, 3 Mana-Pools hatte ich. Wir werden ein paar Sachen heute hoffentlich machen. So, 9. Damit wir das Array voll kriegen, also das Feld. Nicht Array, Feld. Ich weiß noch nicht genau, ob mir das gefallen würde, wenn ich das hier hinbaue. Die Sparks von da hinten sollten auf jeden Fall, wenn die Pools vorne sind, sollte es auf jeden Fall reichen. Na, wisst ihr was? Komm. Oh, jetzt habe ich hier die. Merke ich gerade. Verdammt. So. Okay. Und dann würde ich sagen, wir bauen die direkt hier irgendwie so hin. Zack, 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 zack. Machen wir nochmal einen Platz außen rum. Und dann kann die praktisch nach hier abgeben, wo dann, keine Ahnung, der Abfahrtsbahnhof ist. Das sollte eigentlich gut funktionieren. So, 3 hoch müssen wir. Beziehungsweise, Moment, nee, wir müssen noch einen weiter. Also beziehungsweise ich habe es schon indirekt richtig gemacht, aber trotzdem falsch. Das muss weg. Wir wollen das ja alles relativ gleich behalten. Und weiter nach hier hin kann ich nämlich sogar nicht mal unbedingt, weil hier hin kommt schon die Spin. Ich glaube, ich spinne. Ja. Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, was heute wieder mit mir los ist. Irgendwie bin ich heute teilweise zu gut drauf und teilweise mache ich wieder einfach nur schlechte Witze. So, gut. Wir machen mal hier einmal diesen da. Das kommt weg. Warte. Hä? Hey. Bin ich richtig oder bin ich falsch? Ich muss noch einen weiter. Okay. Alles klar. Zack, zack. So, dann müssen wir einmal hier. Nein. So. So. Die Spinnen gehen mir schon ein bisschen auf den Sack. Wenn ich das sagen darf. So, dann müssen wir jetzt hier theoretisch. Kann ich. Ha, es geht. Wunderbar. Super.
Okay, machen wir einmal diesen da. Ah, nee, nicht weg, war. Nicht weg. So. Bei Ihnen ist nämlich, greift ja schon das Ritual, das heißt, wir sind ja wirklich in der Nähe. So. Zack, zack. Und zack, 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 zack. So, dann bauen wir das hier einfach mal zu. Und dann können wir hier dann später noch Mana, Spreader oder was weiß ich nicht mehr. Ich meine, es geht ja eh alles durch Wände durch hier, das Zeug. So. Und wahrscheinlich werden wir dann auch mal mit Floating Flower nochmal ein bisschen arbeiten. So, ich habe glaube ich nicht genug Sparks, um das jetzt erstmal alles dann zu befüllen, aber kann ich noch welche machen? Wenn ich Blaze Powder hätte. Wenn ich Blaze Rods hätte. Oh Mann. Okay, ich wollte mal ganz kurz, damit wir es fertig machen. Das Zeug holen, damit das gleich alles fertig ist hier. Zack, 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 zack. So, und dann kommt nämlich... Es ist mein Spiel abgeschmiert? Was gerade hängt. Und er sagt, weil es out of range und öffnet und... Nee, okay, es geht. So. Gut. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. Ich brauche... Was wollte ich jetzt? Das habe ich wieder vergessen. Ich hasse meinen Kopf. Vergiss doch nicht über alles. Achso. Stimmt, ich wollte hier... Ipwitch. So. Wenn wir das nochmal runtersetzen, dass es alles ungefähr gleich ist. Okay. Gut, weg damit. Und dann würde ich sagen, wir machen erstmal 4 Sparks. Ist ja erstmal egal. Wir haben ja mehrere Möglichkeiten. Also theoretisch könnten wir auch einen Mana-Dingens hier, Mana-Distributor machen. Der würde es natürlich aufteilen auf die Mana-Pools. Das würde sich lohnen, hätten wir eine Nicht-Spark auf Spark aufbauende Automatisierung. Aber da wir die leider haben, bringt uns der Mana-Distributor nicht unbedingt so viel. Weil, wie gesagt, wir brauchen keine Mana-Pools, die auf irgendwas Spezielles, Mana-Spread, die auf irgendwas Spezielles zeigen. Wir haben das alles mit Sparks verbunden. So, theoretisch müsste ich jetzt einen Haufen Sparks machen. Warte mal, ich hab da Molten Core. Daraus sollte ich doch ein bisschen was kriegen. Guck mal. Ich bräuchte jetzt noch 5 Sparks. Mindestens. Na, ne, was heißt mindestens? 5 Sparks brauche ich. Spark. Upsala. Spark. Molten Core muss ich erstmal suchen. So, zack. Kriege ich 4 raus. Gucken wir mal, ob die reichen. Ich nehme an, nicht. Wie viel kriege ich denn raus? 4. Ich glaube, mehr als 4 aber nicht, ne? Kann ich die irgendwie machen? Sonst anders? Ne. Im Macerator kriege ich 5 raus. Oder Macerator. Ich habe keine Ahnung. Ja, das Ding nennt... Blaze Lantern. Starlight Infusion. Ja, okay, wir machen Sympolarizer. Upsala. Zack. Okay, daraus kriegen wir jetzt dann 16, ne? Sollen wir mal rechnen? Ups. Ich hab auch kein Pixie Dust mehr, merke ich gerade. Ich muss einmal hier das nochmal wegmachen. Und dann brauche ich nochmal Mana Pearl. Zack. Aber wie viel habe ich gesagt? 5, ne? Also brauche ich 10. Ja. Na warte, wir haben... Einmal Pixie Dust haben wir noch. Power 8. So. Wunderbar. Gut. Bevor wir jetzt alles machen. Ah, wo hüpfe ich denn hin wieder? So. Manchmal ist das ein Reflex, dass ich nochmal hüpfe, um... praktisch meinen Fall-Damage eigentlich abdämpfen zu wollen, aber ich bin immer so schlau, dass ich es mache und dann 10 Kilometer in die Luft springe. So, zack. 1, 2, 3, 4, 5. Yay! Wunderbar. Klappt. Supi. So, Augment habe ich auch vorbereitet. Ich habe Recessive und Dominant gemacht, weil Dominant brauchen wir zum Beispiel für Mana-Pools, die dann zum Beispiel diese, wie heißen sie? Diese Catalyst drunter haben. Dass die immer Mana drin haben, das wäre wichtig, glaube ich, noch. So. Aber jetzt machen wir erstmal unser Mana-Storage-Lager hier fertig.
Nee, warte, ich habe hier was falsch gemacht. Die Dinger müssen noch einen rein. Es war richtig, wie ich es am Anfang hatte. Es ist allgemein irgendwie die Hälfte falsch. Warte mal, hä? Was habe ich hier getan? Eigentlich müssten die nämlich noch einen nach hinten. Laut dem aktuellen Design. Das ist ja wieder Kacke. Machen wir es drei breit. Noch die weg hier. Entschuldigt bitte, aber ich bin leider eine Person, das muss schön aussehen. Wenn ich schon schön baue, was ich ja die Staffel die ganze Zeit überall mache, dann muss das auch schön aussehen. Geht nicht, dass wir hier anfangen und einfach irgendeinen Mist zusammenbasteln. So, ich habe natürlich keinen Cobblestone. Das irgendwie ein bisschen aufzufüllen. Wir müssen unbedingt auch noch einen Cobblestone-Generator bauen, dass wir mal genügend Cobblestone im E-System haben. Im Moment ist es zwar noch nicht das Problem, aber es wird ein Problem werden. Ich sehe jetzt schon den Cobblestone langsam verschwinden aus dem ME-System. Deswegen, ja, das ist dann nicht gut. Ach, guck mal, ein Loch. So. Können wir gleich mal zumachen hier. So, upsala. So, nein. Ich treffe nicht. So. So. Und so. Okay, das ist weg. Dann einmal hier hoch und einmal hier rüber und einmal hier runter. So. Und dann noch einmal kommst du hier oben rein. Und einmal Destructive Stone. Natürlich. So. Und dann, wo ist da? So. Machen wir es so. Es ist nicht das Beste, aber es ist besser als das Letzte. Das gefällt mir besser, ja. Okay, gut. Dann fangen wir mal an. Jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert von der Reichweite. Sollte aber reichen, dass es alles reicht. Wir machen ein Recessives-Ding hier drauf. Und wir sehen sofort, dass es hier auf die ganzen Mana-Pools geht. Alle füllen sich. Und das Minecart fliegt schon weg. Und das wird jetzt eine ganze Weile rumfliegen. Das wird wahrscheinlich auch teilweise mal leer wiederkommen. Also es wird sehr viel Fahrt haben. Ja. Aber wir füllen das Ding noch ein bisschen, weil ich habe nämlich noch beispielsweise habe ich noch Mana-Tablet, weil wir wollen das ganze Mana hier runterkriegen, was wir im Moment noch oben haben. Das heißt, so. Wir verteilen das alles auf natürlich die Mana-Pools. Also, was heißt wir verteilen? Ja, wir verteilen, das ist logisch, aber ich meine jetzt, wir sorgen dafür, dass wir das alles noch kommt Mana raus aus dem Tablet, dass wir das ganze Zeug von oben mal nach hier unten dran transportieren. Das Ding ist relativ zentral unterm Haus, das heißt, es sollte eigentlich nahezu alles hier in diesem Bereich auf jeden Fall abdecken können, wo meine Maschinen hin sollen. Und vielleicht sogar noch draußen, wo dann die, na, wie heißen sie? Die Mana-Pools hinkommen für die... Ach, sag schon. Hui, das war knapp. Mein Kart ist die ganze Zeit leer. Es kommt einfach nichts mehr an. So, wie viel haben wir? Naja, ein Drittel. Ein Drittel von neun. Ne, ist doch ganz gut. So, jetzt kommt natürlich hier oben noch ein bisschen was dazu. Zack. So, also ist... Upsala, falsch. Ist natürlich nicht die Welt, was wir hier oben haben. Aber wir können dann nach und nach alles schon mal runterbasteln. Worauf ich mich schon sehr freue. Vor allem, wenn wir noch eine Sache machen. Das können wir dann gleich noch angehen sogar. Dass wir unseren... Ups, falsch, nein. Unseren Mana-Spreader unten bei unserer Munch-Tumor upgraden. Weil im Moment ist das ja ein Mana-Spreader, der normal ist. Also ein... Default. Dass wir noch einen Dreamwood vielleicht draus machen. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Ups, nein. Nein. Ah! Ah! Ich habe immer Angst, das Minecart in die falsche Richtung zu schubsen. Das ist eigentlich wirklich meine größte Angst, dass das Minecart einmal falsch rumfährt. Weil dann hängt es auf der anderen Seite nämlich auch die ganze Zeit falsch rum an. Und wir müssen die andere Seite noch ein bisschen fixen. Das ist nicht ganz so, wie es mir gefällt. Wir müssen wahrscheinlich den Teleporter näher ransetzen irgendwie. Aber
Na gut, kriegen wir schön. So. Das hat man. Naja, ist ja ein bisschen Mana. Ist nicht viel, aber ein bisschen. Und wie gesagt, das Mana-Minecart würde es ewig keinen rumfahren. Und würde im Endeffekt jedes Mana abgreifen, was irgendwie da hinten entsteht. Also machen wir mal einen Mana-Pool, Mana-Spreader. Dass das Ding ein bisschen besser arbeiten kann. So, also wir brauchen einen Spreader. Und zwar einen Elven. Nicht Dreamwood, Elven. So, zack. Ich habe extra Mana-Runes gemacht und so weiter, dass wir alles haben und es sich einfach craften kann. So, dann upgraden wir mal das Ding da hinten. Ist das gerade aktiv? Ja, ne? Mal so kurz warten. Aber hey, unser Minecart hat ein bisschen was eingesammelt. Ah, oh, natürlich. Oh, ich mag dich nicht. Hab gesagt, ich mag dich nicht. Ein bisschen Mana ist ja drin. Ich meine, das Ding wird gleich losdonnern und kommt wahrscheinlich gleich wieder. Ja. Aber hey, so. Okay, dann bauen wir jetzt mal das Ding mal ab. Zack. Und bauen das Ding hin. Nein, natürlich nicht. So. Zack. So, nur mal kurz gucken. Ist das noch? Ja, es ist auch gelingt. Wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt einen Elben-Mana-Spreader. Der sollte ein bisschen schneller das Mana von der Manstu abtransportieren. Ja. Das Minecart wird jetzt einfach dauerhaft fahren. Ich könnte hier theoretisch auch was machen, wo ich abgreife, solange Minecart leer, behalte es da. Das wäre vielleicht eine Idee. Solange null, lass es da stehen. Aber das ist... Na gut, aber es geht ja nur darum, zum Deaktivieren von der vom Hourglass. Wenn ich das machen würde. Stimmt. Na guck mal, der Elfenmana-Spreader kommt wesentlich besser klar. Der füllt sich nicht mal. Das heißt, wahrscheinlich wird die Manchtü jetzt nahezu alle Blätter wegfressen. Das heißt, wir kriegen einen Haufen Mana. Weil die sollte ja jetzt nicht aufhören, bis die ganzen Blätter weg sind. Weil der Elfenspreader wird nicht voll. Oh, das wäre super. Oh, schön. Oh, ein Träumchen. Subi. Netter. Funktioniert auf jeden Fall super. Wir kriegen immer ein bisschen Mana. Ist nicht so viel. So, jetzt ist die Manstu fertig. Wunderbar. Funktioniert jetzt gleich 1000 Mal besser. Ich bin happy. Supi. Supi, supi, supi. Okay. Das muss weg. Und zwar nach da unten. Wir brauchen auch... Wir bräuchten noch was, was uns... Also wir bräuchten Jaded Amaranthus bräuchten wir früher oder später noch. Noch ein paar andere Sachen. Ah, wir haben auch noch Botania viel zu tun. So, ich will mal ganz kurz gucken. Nichts Signifikantes. Nee. Ich bin trotzdem glücklich. Auch wenn das Minecart jetzt erstmal ewig keinen rumfahren wird. Aber ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Okay. Gut. Wie gesagt, wir können noch ein zweites Ding anschließen. Wir können auch theoretisch uns überlegen, ob wir Thermalilies machen wollen. Die sind natürlich ein bisschen schwerer. Wir brauchen Terra Steel dafür. Wir brauchen insgesamt 2 Terra Steel. Wir haben natürlich jetzt genug Mana, um das zu machen. Das heißt, wenn wir einen Terrestrial Agglomeration Plate brauchen, sollten wir auf jeden Fall 3-4 Terra Steel machen können. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Wir brauchen natürlich noch einen Haufen Zeug, also müssen wir mal gucken. Oh, die Manchu arbeitet wieder, wie ich gerade mitgekriegt habe. Da kam gerade kurz Mana geflogen. So. Gut. Die Frage ist, baue ich das jetzt rüber oder... Ups, das war... So. Baue ich das jetzt rüber, weil ich habe... Ich habe halt mir noch nicht genau überlegt, wie ich das machen will. Ich
meine, ich kann ja schon mal hier so ein bisschen abbauen, weil das ist ja... Brauchen tun wir es jetzt erstmal nicht für das weitere Vorgehen. Das heißt, ich kann mir die ganzen Blümchen hier abbauen. So. Dann haben wir die schon mal weg. Damit können wir auch das abbauen. Das abbauen. Das abbauen. So. Okay. Wie gesagt, ich muss jetzt mal gucken, wie wir das machen. Wir können auch mal das hier schon mal abbauen. So. Dann haben wir die Terrestrial Accommodation Plate auch schon mal weg. So. Muss ich mir jetzt nur überlegen, halt, wo ich das gerne hinbauen möchte. Ich bin am überlegen, ob ich die Accommodation Plate wieder drinnen hinbaue oder diesmal draußen. Ich meine, hier will ich ja gerne einen Schrein hinbauen. Das heißt, das Ritual müssen wir nochmal wegbauen. Irgendwann. Da müssen wir das nochmal irgendwie automatisieren, weil ich die Kristalle gerne... Ah, wir haben was. Wir haben... Gottes Willen, die Staffel wird niemals enden. Ich sehe das jetzt schon kommen. So, also. Baue ich es drinnen auf oder draußen? Also, im Endeffekt, was wir wieder machen könnten, wären diese beiden Mana-Pools. Wo wir praktisch einmal den Alchemy und einmal den Conjuration Catalyst haben. Dass wir das irgendwie bauen. Wir könnten ja hier sozusagen vor das Fenster, wenn wir jetzt mal hier, ich nehme mal lieber nicht die, wenn wir hier diesen Bereich nehmen würden, ne? Und ich Platz im Inventar hätte. Nein, so. So. Ach, die kann erstmal weg, so. Okay. So, dann könnte ich nämlich hier die Agglomeration Plate theoretisch hinbammeln. Dann ist jetzt die Frage, wo bammel ich den Rest dran? Weil wir haben hier... ich nehme mal Cobblestone. Kurz zum... Weil ungefähr so geht dann ja noch... Ist ja der Raum dann. Und hier haben wir eine Tür. Das heißt, hier kommen wir rein. Und das hier soll ja eigentlich der... So ein bisschen... Oder bauen wir es hier drüben hin? Hupsala. Weil ich kann ja auch die Mauer theoretisch hier einfach gerade ziehen. Und es ging. Wir haben viele Möglichkeiten, das hier zu gestalten noch. Wir könnten auch hier. Also, weil wir brauchen einen Automatisierungsraum. In dem kommt die Pure Daisy rein. So einen Raum brauchen wir. Da kommt Pure Daisy rein. Und wahrscheinlich auch noch ein, zwei andere Blümchen. Und zwar... Moment. Will ich die Clayconia gerne hier automatisieren? Da müssen wir uns das einfallen lassen. Aber ich habe eine Idee, dass wir praktisch nicht direkt alles nur gleich mit ME-System machen, sondern dass wir praktisch fern abbauen und es einfach praktisch in eine Kiste packen und dann aus der Kiste rausnehmen oder sowas. Warum bleibt mein Minecraft dauernd immer mal stehen? So, also Clayconia. Genau. Clayconia haben wir noch. Lunium hatte ich überlegt, ob ich die nochmal machen möchte, wobei ich mir da unsicher bin. Es gibt auch noch eine Bienenerzeugende, aber da weiß ich jetzt auch nicht genau. Orchid bin ich am überlegen, ob wir die mal probieren, aber gibt auch. Ja, naja, mal gucken. Also wir werden nochmal zwei, drei Sachen uns überlegen wahrscheinlich, die wir machen könnten und werden. Also wie gesagt, es gibt ja noch ein paar andere Botania-Konstruktionen, die wir irgendwie bauen können. Zum Beispiel Mana Enchanting und was weiß ich nicht. Wir haben also ein bisschen noch was zu tun. Ich bin nur am überlegen, wo ich es halt hinbauen will. Der Raum ist schön groß. Das heißt, hier könnte ich eigentlich... Weil wir haben einen manuellen Raum und wir haben einen Automatisierungsraum. So müssen wir uns das denken. Wir werden wahrscheinlich nämlich auch ein paar Mana-Pools automatisieren. Ich meine, ansonsten könnt ihr auch mal sagen, hier rein Automatisierung. Also praktisch in den kleinen Raum oder in den großen Raum das manuelle Zeug. Ich meine, ich könnte den Raum theoretisch auch nochmal unterteilen in zwei. Also ein bisschen klein. Die Tür bleibt übrigens nicht unbedingt hier, die kommt höchstwahrscheinlich direkt hier vorne irgendwie rein, dass wir hier irgendwie durchgehen und dann hier rauskommen. Mal gucken. Also praktisch hier nochmal irgendwie, dass so ein bisschen schräg geht. Was weiß ich. Ich lasse mir da irgendwas einfallen. Oder im Notfall kann man hier hinten raus. Ja, genau. Sie haben noch ein bisschen was zu tun. Okay, kann ich?
eigentlich? Nein. Das war nix. Okay, also das Ding braucht definitiv Mana Pool, Mana Spreader. Okay, gut. Alles klar, kriegen wir es hin. Ich weiß immer noch nicht, wo ich das hinbauen möchte. Ich bin mir unsicher. Mir echt unsicher. Auf jeden Fall, wir werden draußen. Wir werden hier ungefähr, wie gesagt, kommt so ein Schrein hin, wie wir letzte Staffel ungefähr hatten für das Elven Gateway Core, wo wir dann unser ganzes Zeug reinbammeln, ballern können. Und dann ist gut. Was sind das hier alles für Kisten? Ach, das sind die Drops. Ja. Weil Isa hat nämlich mal gefragt, ob sie meine Farm hier benutzen kann. Warum ist da unten ein Netherrack? Warum ist hier unten ein Nether Copper Ore? Ist hier irgendwas kaputt gegangen? Habe ich was verpasst? Okay. Ja, und das ist anscheinend der ganz, die ganzen Drops. Okay. Gut. Ja. Ich würde jetzt ansonsten sagen, ich beende jetzt trotzdem schon mal die Folge. Wir haben die letzten Tage immer überzogen. Da können wir heute auch mal ein bisschen eher Schluss machen. Wir haben trotzdem Mana-Pools gemacht. Es ist nicht so viel jetzt gewesen, gebe ich zu. Es war eigentlich gar nichts, außer Mana-Pools hinstellen, Sparks und Spark ausrüsten. Wir haben einen Dreamwood noch gemacht, einen Dreamwood-Mana-Spreader. Ich weiß nicht, wie ich das immer schaffe, so viel Zeit zu verbrauchen, aber irgendwie nichts zu schaffen. Nur ich muss mir wirklich überlegen, ich hab nicht so weit gedacht, dass ich ja das alles irgendwie... Ich weiß halt echt nicht, wie ich das hinbauen möchte im Moment. Ich werde wahrscheinlich bis zum nächsten Mal hier draußen schon mal den Schrein bauen, dass wir wenigstens das Elfenportal schon mal haben. Und dann mal gucken, wie wir weitermachen. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde ich sagen. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir haben noch ein bisschen was zu tun hier, ein bisschen viel. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, wo ich es einbauen soll. Wahrscheinlich muss ich da einfach aufs Skin einfach ein bisschen probieren. Ich werde es wahrscheinlich mal so ein bisschen grob aufbauen, werde dann überlegen, ob mir es gefällt und dann bauen wir es in der Folge fertig. Ja, nun gut. Dann ist erstmal danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tut mir leid, dass es jetzt nicht so die spannendste Folge war, aber jetzt in 3 Minuten schaffen wir auch nichts mehr, irgendwas Neues anzufangen. Weil dafür habe ich zu wenig vorbereitet. Weil ich hätte noch einen Reaktor machen können, aber dafür reicht jetzt die Zeit nicht. Ich habe die Reaktorblöcke nämlich fertig. Nun gut. Dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag. Und ciao.